Dorian Sandmann Rätz steht wie kein anderer dafür, dass Wissen mehr wird, wenn man es teilt. Seine Tipps und Tricks sind legendär. Und jetzt begrüßen wir dich hier zu seinem Podcast Sandmann sendet, wo er noch mehr Wissen, Lifehacks und Mehrwert aus seinen spannenden Gästen herauskitzelt. Genieße die Show, denn jetzt wird gesendet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sandmann sendet. Heute habe ich mir die Christina Link eingeladen. Universalgenie, das heißt zum einen hochspezialisierte Anwältin für Arbeitsrecht, für Arbeitgeber, gefragte Speakerin für Vorträge und sogar Unternehmensberaterin, Coaching und so weiter. Und wir haben eine Audienz bekommen. Wir dürfen einen Podcast hier aufnehmen. Darüber freue ich mich sehr. Und wir wollen jetzt natürlich richtig viel Mehrwert liefern. Natürlich hauptsächlich um Arbeitsrecht, um Tipps, Tricks, um Mythen. Aber erstmal legen wir natürlich los. Erstmal schön, dass du hier bist, dass das überhaupt geklappt hat. Ja, vielen Dank für dieses sympathische Hochlegen der Messlatte. Ich liebe meinen Job. Ich kriege schon Komplimente, bevor ich angefangen habe zu reden, aber dann muss man ja auch liefern. Ich kriege jetzt ein bisschen Furcht und Respekt, aber wir werden das schon hinkriegen, oder? Ja. Aber du bist ja, also dich kennt man ja. Also wer in letzter Zeit mal irgendwie auf TikTok unterwegs war oder ja, wo das auch ist immer, verrückt. LinkedIn und so. Also, ja. Du hast ja schon Strahlkraft, ja, ja. Reichweite. Also das ist tatsächlich, geht es gerade noch mal durch die Decke wegen TikTok, ja, und da befinde ich mich ja hier in bester Gesellschaft. Aber ich hatte, wir haben vor 2-3 Monaten damit angefangen und die Videos haben jetzt über, ich glaube, 12 oder 14 Millionen Aufrufe. Und ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich hatte dem Freelancer gesagt, TikTok brauche ich nicht. Aber doch, ich kann wirklich allen sagen, ihr braucht TikTok. So, und jetzt wird das Protokoll. Wir reden über Arbeitsrecht. Ja. Also wir reden nicht über irgendein total gehyptes Wahnsinns, also dieses typische über Beziehung, Finanzen und so, sondern wir reden hier wirklich über Arbeitsrecht. Und damit ja. So. Und das hatte ich mir gar nicht vorstellen können. Ne? Ich finde ja, für mich gehört ja Arbeitsrecht zu mir, zu meiner Persönlichkeit und auch eben Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Und tatsächlich scheint das auch der Knackpunkt zu sein, weil es gibt gar nicht so viele Anwälte, die also die Positionierung überhaupt auch so spitz gemacht haben. Wir machen nur Arbeitsrecht, wir machen nichts anderes und wirklich explizit für Arbeitgeber. Und ich bin mal vor kurzem gefragt worden, warum machst du denn nicht auch Arbeitnehmer? Und ich habe dann so überlegt und habe so gesagt, ich fühle die nicht, ich fühle die nicht. Ja, gut, aber das kann ich mir vorstellen, dass also manch einer natürlich denken, boah, Arbeitgeber, ja. Anwältin, böse. Das Böse. Ne? Das wäre so eine fixierte Böse. Ja. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, gar nicht. Also es geht ja um Arbeitsrecht, also ganz am Ende, also deine absolute Kerngeschichte sind ja die Arbeitsverträge. Genau. Das heißt, ne, man sagt ja so schön, Vertrag kommt von Vertragen. So, und wenn alles vernünftig geregelt ist, so, dann hast du ja weder während der Arbeit noch bei der Beendigung, also theoretisch. So, ja, genau. Also, tatsächlich in der Öffentlichkeit ist es ja so, dass der Arbeitgeber immer als der Böse dargestellt wird. Und in meiner Welt findet das nicht statt. Also in meiner Welt, ich arbeite nur auch mit Unternehmern und Unternehmerinnen, die auch sehr wertschätzend mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und die natürlich aber auch, klar, kann es dann zu Spannungen kommen. Aber in der Regel ist es so, dass die Arbeitnehmer nicht passend sind, ja. Ich sag auch nicht, das sind die falschen oder sind die schlechten Mitarbeiter, weil sie passen, man passt nicht zueinander. Und ich wirklich, also das Bild in der Öffentlichkeit deckt sich überhaupt nicht mit meinen 30 Jahren Erfahrung im Arbeitsrecht. Überhaupt nicht, gar nicht, ja. Und ich weiß noch, ich bin vor einiger Zeit Zug gefahren und dann saß ich neben einer älteren Dame. Wobei, wahrscheinlich ist das komisch, dass ich das jetzt sage. Ich bin ja mittlerweile auch älter, aber die war noch älter als ich auf jeden Fall, ja. Und dann hat sie so gehört, was ich mache. Und dann hat sie gesagt, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Und dann habe ich gesagt so, was hätten Sie mir nicht zugetraut? Und dann hat sie gesagt, na, dass Sie auf der Seite der Schlechten sind sozusagen. Ne? Ich habe gedacht, sie seien auf der Seite der Guten. Und ich habe gesagt, ich bin auf der Seite der Guten. Ich bin auf der Seite der Guten. Und klar, das polarisiert natürlich auch. Und dann ist natürlich bei TikTok, also ich habe es geschafft, ich habe jetzt Hater. Ja gut, also wichtig ist halt, also in dem Moment, wo du für irgendwas stehst, ja. Bist du ja auch
gegen irgendwas und schon hast du natürlich den einen oder den anderen. Mhm. So, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt natürlich auch schwarze Schafe da draußen, die ihre Leute ausbeuten, absolut, jeden Trick nutzen, um irgendwie an Urlaub, an irgendwelchen Zahlungen, an Gott weiß was dran vorbeizukommen. So, aber das sind ja in der Regel nicht deine Mandanten. Also, überhaupt nicht, gar nicht. Mhm. Ich nehme mal an, du kannst dir ja mittlerweile deine Mandanten auch ein bisschen aussuchen. Das stimmt. Ich arbeite auch nicht mit Unternehmern, die nicht wertschätzen, mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und was hattest du jetzt gerade gesagt? Du hast gesagt, ich bin gegen, dann ist man auch gegen etwas und ich bin nicht gegen Arbeitnehmer. Also das möchte ich nochmal sagen, sondern ich möchte immer, also tatsächlich die Unternehmer, mit denen ich arbeite, die sind sehr wertschätzend und die haben aber trotzdem auch Personalprobleme, weil das Problem entsteht bei der falschen Auswahl tatsächlich. Ja, und man arbeitet dann mit Mitarbeitern, die nicht zum Unternehmen passen. Und natürlich auch, muss man nochmal überlegen, sind eigentlich alle Menschen in ihren richtigen Berufen. Und die meisten Menschen wählen ja ihren Beruf wie aus? Zufällig, ja? Also die machen sich gar keine Gedanken. Und ich bin immer dafür, Mama, dass man... Mama, Papa spielen noch eine gewisse Rolle. Ja. Und es sollte an den Schulen gelehrt werden, dass man seinen Ikigai finden muss, ja? Ikigai... Kurz vielleicht einmal erklären. Ja, ganz genau. Das ist die Schnittmenge aus 4 Kreisen. Und der eine Kreis ist, was macht man total gerne. Also man macht es etwas, wo, man würde es auch machen, wenn man kein Geld dafür bekommt und wenn niemand zuguckt, beide Komponenten wichtig übrigens, ja. Und dann ist der zweite Kreis, was fällt einem total leicht, ja. Und aus diesem Format, aus dieser Diskrepanz, da entstehen übrigens Fernsehsendungen wie DSDS, weil sie singen vielleicht gerne, aber es fällt ihnen nicht leicht, aber es sagt ihnen keiner. Und der dritte Kreis ist, was braucht die Welt? Und der vierte Kreis ist, wofür geben Menschen Geld aus? Und da sollte möglichst die Schnittmenge sein. Und wie findet die Berufsberatung in den Schulen statt? Also das gar nicht eigentlich. Ne? Und was möchtest du denn gerne machen? Ja, ich möchte was mit Menschen machen. Ja, dann studier doch dies oder das. Also das ist einfach so zufällig ausgewählt. Und ich würde gerne sagen, zum Beispiel an der Stelle, ich war in dem Alter reifer. Das ist ja auch noch ein Problem. Die Menschen wählen ihre Berufe zu einem Zeitpunkt im Leben aus, wo sie noch gar nicht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so weit sind, dass sie wirklich auch wissen, was ihnen leicht fällt und was sie gerne machen. Und ich war genauso. Ich würde gerne erzählen, ich habe Jura studiert, weil ich immer schon im Dienste der Gerechtigkeit unterwegs sein wollte, aber mitnicht. Ich habe Jura studiert aus Verlegenheit, weil ich kam aus der Schule und ich wusste auch überhaupt nicht, was ich gut kann, was mir, also ich hatte gar keine Ahnung von Ikigai, ich kannte nicht mal den Begriff. Ja. Und dann habe ich Jura studiert, weil, ja, meine ältere Schwester hat auch Jura studiert und dann habe ich gedacht, ich gucke mir mal ein paar Vorlesungen an, habe gedacht, könnte man machen. Hört sich nicht so schlimm an, hört sich machbar an. Und außerdem ist bei Jura das ja auch so, dass man immer sagt, damit hält man sich alle Wege offen. Ne? Und was für eine denkbar schlechte Motivation, um so ein schwieriges, trockenes Studium durchzuziehen. Ja. Aber du verortest ja grundsätzlich erstmal schon irgendwo Anwälte an der Spitze der Nahrungskette. Also so Ärzte, Anwälte, Architekten, ja, so. Also, so. Aber jetzt, es gibt bestimmt auch so manchen Anwalt da draußen, der gerne das verdienen würde, was ein gescheiter Maurer verdient. auf jeden Fall, ehrlich. Also ich habe auch, es wurde irgendwie während des Studiums auch nicht besser. Ich habe auch schnell gemerkt, es passt eigentlich nicht zu mir. Aber ich habe gedacht, also ich kann es meinen Eltern nicht antun, dass ich das Studium abbreche. Und ich hätte auch nicht gewusst, was ist die Alternative. Dann habe ich es weitergemacht. Erstes Staatsexamen und dann das zweite Staatsexamen. Und bei den ganzen Stationen im Referendariat habe ich immer nur gedacht, boah Gott, das möchte ich auch nicht machen. Ich möchte nicht in die Verwaltung. Ich möchte nicht Strafrecht machen. Ich möchte kein Familienrecht machen. Ich habe immer nur gedacht, nein, 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 nein. Und dann, Gott sei Dank, kam als letzte Station meine Wahlstation und das war Arbeitsrecht. Und Arbeitsrecht ist halt, also ich hatte meine Wahlstation beim Arbeitgeberverband, mein damaliger Freund hatte die Wahlstation bei der Gewerkschaft und der hat in den 3 Monaten nicht mal einen Kaffee angeboten bekommen und ich war in der ersten Woche bei Geschäftsessen. Und da habe ich gedacht, so boah, unternehmerische Welt und das ist genau meins und deswegen bin ich mit dem, was ich jetzt mache, bin ich total glücklich. Ja. Machst das ja jetzt auch schon eine Weile. Ich sage immer, ich sage 30 Jahre plus, mehr Jahre sage ich nicht, weil das wird langsam ein bisschen uncharmant. Dann kommen jetzt auch so langsam an die Stelle, wo also früher ich mal gesagt, oh, ich mache das jetzt schon 20 Jahre, 25 Jahre. Mittlerweile, wenn ich so innehalte und sage, sind es jetzt 27 oder 28, lass mal sagen knapp 30 und dabei bleibt jetzt einfach für die. So. Also das ist wirklich lustig, ja. Sehr genau. Aber wo du das gerade sagst mit dieser Matrix,
was mache ich gerne, was braucht die Welt, wofür werde ich bezahlt und so. Also wie gesagt, bei mir nur ein kleiner Exkurs, war es genauso. Also das, was ich gerne gemacht habe, ich habe an diesen Computerkisten rumgefummelt, ich habe mein Taschengeld dafür ausgegeben, ich habe mich da eingelesen. Da habe ich kein Geld für gekriegt, da hat keiner anders. Das habe ich unbezahlt gemacht, ohne dass einer geguckt hat. So, was mache ich, was ist meine Zauberkraft, was kann ich gut? So, ich konnte das ganz schnell in ganz einfachen Worten, Sätzen erklären und vermitteln. So, das nächste war, was braucht die Welt? Naja, also ja, genau natürlich. Das. Jeder macht das. Durch Zufall haben wir dann sogar Leute gefunden, die noch Geld dafür bezahlen. So. Was für ein Zufall. Ja, aber genau so ist es. So, und das haben wir mir aber vor, wie gesagt, vor über 30 Jahren irgendwie schon gematcht und war's. Und so, wenn du einmal dieses Ding hast, dann. Ja. Dann hast du deine Mission, deinen Pfad und dann. Und man empfindet es dann ja auch nicht als Arbeit tatsächlich. Ja. Ne? Also ich fahre jeden Morgen gerne ins Büro. Ja. Aber ich kann, wie gesagt, aber gerade dieser Kompass, wenn du das jetzt für die Zuhörer einfach mal für sich selber machen oder wer Kinder hat, vielleicht noch schulpflichtige Kinder, wo dann geht es ja auch schon darum, welche Pflichtkurse nehme ich die Sprache, nehme ich die. Ne? So, ja. Also da kann man früh Weichen stellen. Und da haben wir schon noch in der Eröffnung schon richtig Mehrwert geliefert. Ja, wunderbar. Ja. So, jetzt würde ich natürlich auch natürlich deine. Du willst auch über Arbeitsrecht sprechen? Natürlich, also wenn ich dich jetzt hier habe, so, also ich würde jetzt sagen, also wenigstens mal irgendwie so die 5 heißesten Tipps, wenn es jetzt wirklich um Arbeitsrecht, um Arbeitsverträge oder sowas geht. Vielleicht fangen wir nochmal damit an, dass ich nochmal sage, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Also alles, was im Gesetz geregelt ist, ist immer für den Arbeitnehmer. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, wenn man es als Arbeitgeber etwas besser haben möchte, dass man das in den Vertrag hineinschreibt. Wird der Vertrag dadurch länger und ist das nicht schön? Ja. Der Schmerz ist aber nur in der Stunde, wenn du es deinem Arbeitnehmer erklärst, ja. Und danach kannst du dich zurücklehnen und kannst rechtssicher und glücklich schlafen, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch mit dem Thema überhaupt auch beschäftigt, weil das ist so ähnlich wie Prophylaxe beim Zahnarzt. Ja? Also Arbeitsvertragsgestaltung ist nicht das Lieblingsthema. Also zum Zahnarzt zu gehen, Prophylaxe zu machen, ist auch nicht das Allerschönste, finde ich jetzt. Ne? Ja. Aber es ist so wichtig, weil nachher ist es die Konsequenzen sind einfach so teuer. Beim Zahnarzt wird der Zahn gezogen und wir mussten teure Verfahren vor dem Arbeitsgericht führen. Und ja, vielleicht nochmal, warum habe ich mich überhaupt dazu entschieden, das zu machen? Gar nicht, weil ich der Typ Mensch bin, überhaupt nicht, der sich gerne ins Kämmerchen zurückzieht und Verträge gestaltet. Ja. Ich bin ein sehr lebhafter Mensch, aber gleichzeitig habe ich mich immer so geärgert, wenn ich vor Gericht zu teuer vergleichen musste, weil einfach die Basis des Vertrages so schlecht war. Und dann habe ich mich wie so ein Trüffelschwein hingesetzt und habe wirklich gesucht und gesucht, also was kann ich besser machen im Vertrag, damit es vor Gericht nicht so teuer wird. Und rausgekommen ist dann ein wirklich sehr unfreundlicher Vertrag. Und wir hatten wirklich Schwierigkeiten, dass die Arbeitnehmer das unterschreiben. Dann habe ich mich hingesetzt und habe jeden Passus in ganz freundlich umgeschrieben. Und es macht einen großen Unterschied schon, ob man schreibt, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Überstunden zu leisten oder ob da geschrieben steht, wir sind bemüht, Überstunden zu vermeiden. Für den Fall, dass sie betrieblich dennoch einmal erforderlich sind, gilt folgende Regelung. Und es sieht einfach freundlicher aus. Und wir haben den ganzen Vertrag mit verbalen Wattebäuschen zugeballert. Ja? Und wir schreiben auch nicht mehr klassisch über den Arbeitnehmer, sondern wir sprechen den direkt an. Wir bieten da die Duz-Variante an, die Sie-Variante. Natürlich haben wir auch noch klassische Verträge. Und das aller, also ich fange mal an mit dem Probezeit-Hack. Ja, also das ist das Video, was am meisten gehypt wird übrigens bei TikTok, weil ich sage immer, es gibt Menschen, die arbeiten nur so lange, bis die Probezeit rum ist. Also warum ist dieser Hack überhaupt entstanden? Ich habe ganz viele Unternehmer gehabt, die mich angesprochen haben und hatten Kündigungsschutzverfahren im 7. Beschäftigungsmonat. Ach, was für ein Zufall. Ja, was für ein Zufall. Und dann habe ich immer gesagt, Markus, und ich beschimpfe meine Mandanten auch gerne dann, ja. Und dann habe ich gesagt, Markus, sag mal, hast du das nicht vorher gemerkt, dass das ein Depp ist, dass der nicht richtig arbeitet? Und dann haben die mir immer alle, Markus dieser Welt, haben mir dieselbe Antwort gegeben. Sie haben gesagt, der hat richtig gut gearbeitet, 6 Monate. Und dann war genau 7. Beschäftigungsmonat, dann ist er das erste Mal zu spät gekommen, dann kam die erste Krankmeldung, hat aber dann bei Facebook trotzdem gepostet, dass er feiern geht und sowas. Und dann habe ich so gedacht, boah, jetzt, wie könnte man diese Erkenntnis nutzen? Und man könnte ja vielleicht einfach nochmal Folgendes machen. Man macht die Probezeit nicht für 6 Monate, sondern nur für 3 Monate. Und dann ist er ja aus der Probezeit raus im 4. Beschäftigungsmonat, aber den Kündigungsschutz,
den Kündigungsschutz in Deutschland hat man immer erst nach 6 Monaten, also im 7. Beschäftigungsmonat. Das heißt, die Probezeit kann 6 Monate lang sein, muss es aber nicht. Ja, so, und diese 3 Monate praktisch, in der Zeit hat man dann, also bei der Probezeit hat man dann die kurze Kündigungsfrist von den 2 Wochen. Und ja, man hat dann in den Monaten 4, 5 und 6 hat man also eine längere Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats, Klammer auf. Kann man aber auch, wenn man unter 20 Vollzeitmitarbeiter hat, auch nochmal verkürzen auf 4 Wochen zu jedem x-beliebigen Beendigungstermin. Also nicht nur zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats, das kann, sondern zu jedem x-beliebigen Beendigungstermin. Okay. In den ersten 2 Jahren zumindest. Und das kann schon direkt schon mal ein halbes Gehalt sparen an der Stelle. Naja, und im Ganzen ist es eben so, dass man dann zwar diese längere Kündigungsfrist hat in den Monaten 4, 5 und 6, aber natürlich unbezahlbar, wenn man jemanden, was heißt entlarvt, aber das, wenn einem bewusst wird, der passt nicht zu einem, ja, oder der hat das falsche Mindset. Ich sage auch immer, die Leute stellen immer ein nach Zahlen, Daten und Fakten, nach Abschlüssen, aber du musst nach dem Mindset einstellen. Also man kann demjenigen alles beibringen, aber nicht die innere Einstellung, nicht die innere Haltung. Mitdenken kann man nicht schulen, sage ich immer. Mhm. Ja, also das ist schon mal der erste, also der Probezeit-Hack. Ich glaube, der ist jetzt schon auch so rumgegangen in der Öffentlichkeit, dass er vielleicht auch schon bald nicht mehr funktionieren wird, weil viele das schon gesehen haben tatsächlich. Du hast doch auch, dazu sagst du, das ein TikTok-Video hast, du hast auch ein TikTok-Video, wo du sagst, du möchtest doch nur, dass der Arbeitnehmer von 8 bis 5 arbeitet. Genau, da hat jemand mal gesagt, das ist menschenunwürdig, was du da vorschlägst. Und ich habe gesagt, ey, was ist bitte menschenunwürdig daran? Ich möchte nur, dass der ganz normal von 9 bis 5 seine Arbeit macht. Kein rosa Tütü anzieht, sage ich dann, glaube ich, in dem Video, und mit einer Stange zwischen den Häuserschluchten balanciert, sondern nur ganz normal seine Arbeit macht. Und das ist nach wie vor etwas, also was ich, warum regt sich jemand darüber auf? Doch nur, weil er selber den Gedanken schon hatte und das auch gelebt hat. Und ja, die Leute können sich gerne zu Recht aufregen, aber also, ertappt. Ich glaube, das ist sowieso etwas, weswegen viele jetzt schreiben, weil sie sich ertappt fühlen, ne? Genau. Und wirklich, es ist so schade, weil die meisten Menschen sehen die Arbeit wirklich nur als Mittel zum Geldverdienen an, und es ist doch eigentlich viel mehr. Es macht doch auch Spaß, wenn man etwas macht, wo man wirklich gefordert, gefördert wird und wo es wirklich gut läuft, dann hat man doch auch Freude an der Arbeit, und das, diesen Teil haben die Leute in ihrem Leben gar nicht, und ich, also es ist so verschwendete. Ja, und selbst wenn, sagen wir mal, selbst wenn, sagen wir mal, wirklich harte Arbeit, schwere Arbeit ist, wo man sagt, okay, das macht jetzt keiner aus Spaß. Mhm. Aber selbst da kannst du ja mit Kollegialität, also im Team, in der Gruppe, im Wir-Gefühl, ne, da kannst du ja auch als Arbeitgeber unheimlich viel machen, dass die Leute ja trotzdem gerne zur Arbeit kommen, sowohl es eine harte Arbeit ist oder so. Also es gibt viele harte Arbeit. Also ich selbst hatte das Glück, dass ich mein Studium selbst verdienen durfte. Ich habe direkt nach dem Abitur habe ich bei einer Bank gearbeitet. Ich habe gedacht, ich bin da irgendwie im Bürobereich. Nein, ich war im Keller und kein Fenster, es war Sommer. Und ich habe 3 Wochen lang am Reißwolf gestanden, ja, und habe gedacht, so, boah, so ist Arbeit. Ich will sofort wieder zurück in die Schule. Und dann habe ich auf Norderney gejobbt, im Hotel, im Imbiss. Und dann habe ich übrigens danach, also das hat mir auch keine Freude gemacht. Und dann habe ich übrigens hier in Osnabrück. Ich habe ja in Osnabrück studiert und bin irgendwie auch hier hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und dann habe ich angefangen, Schuhe zu verkaufen als Verkäuferin. Ich war Schuhverkäuferin. Also 6 Jahre El Bandi-mäßig habe ich Schuhe verkauft, und ich habe das geliebt. Ich habe wirklich, und da war wirklich auch der Unterschied zu sehen. Also das hat mir vorher keine Freude gemacht, und Schuhverkauf hat mir mega viel Freude gemacht. Und ich habe wirklich sehr ungern aufgehört. Also es würde mir heute noch Freude machen. Wer die El Bandi-Serie noch kennt, also ihm hat es keine Freude gemacht. Ich weiß. Also vielleicht muss ich es überdenken. Ich habe nicht El Bandi-mäßig, sondern ich habe leidenschaftlich Schuhe verkauft. Ja, das meine ich ja. Es ist halt aber derselbe Job, dieselbe Tätigkeit und andere Einstellung. Ja, auf jeden Fall. Okay, wieder ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, vielleicht trotzdem auch ein bisschen. Ja, da, was ich ja immer lustig schön finde, ist ja auch dieser Satz, wenn es darum geht, so Mitarbeiter zu motivieren. Schwieriges Thema. Ja. Ich sage immer, habe ich aber auch natürlich auch nur aufgeschnappt, such dir motivierte Mitarbeiter und versaust dann nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Lifehack.
Also ich habe tatsächlich auch ein paar Mal falsche Entscheidungen getroffen im Personalbereich und habe jetzt ein Team, was wirklich komplett hinter mir steht und hinter der Tätigkeit und wie viel Spaß das macht, wie viel wir lachen und wie gut die Stimmung ist. Und ich habe jetzt gerade eine neue Auszubildende und die macht für mich die Kommentare bei Social Media. Die beantwortet die nach Rücksprache natürlich mit mir. Und dann hatte irgendjemand geschrieben, boah, die muss ja die maximal schlechte Chefin sein. Und da konnte sie sich nicht zurückhalten, da hat sie geschrieben, ich als Angestellte in der Kanzlei kann das nicht bestätigen. Da habe ich gesagt, Noel, du kannst das nicht. Das ist ja mein Profil. Du kannst das nicht für mich schreiben. Ja? Und da hat sie, ich konnte es nicht so stehen lassen. Also es war wirklich lustig, eine ganz schöne Szene. Ja. Ja, aber du machst ja Consulting, Beratung und so weiter. Ja. Und die ist ja umso besser, je mehr Fehler man vorher selber schon gemacht hat. Ich habe alle Fehler vorher getestet, also wirklich alle. Und das ist eigentlich auch ganz witzig, weil diese Unternehmensberatung hat sich aus dem Wunsch der Kunden praktisch entwickelt, die gesagt haben, jetzt haben wir den Arbeitsvertrag und jetzt haben wir die nicht mehr passenden Mitarbeiter haben wir zur Adoption freigegeben, wertschätzend. Und was kann ich jetzt noch bei dir kaufen? Und ich habe so gedacht, oh Gott, was kann ich jetzt, ich kann ja nicht ohne Ende Rechtsstreite produzieren. Und dann habe ich gesagt, so ja, okay, lass mich drüber nachdenken. Dann habe ich noch eine GmbH gegründet und mache da jetzt Unternehmensberatung. Und das macht mir auch unglaublich viel Spaß, weil ich halt den Vorteil habe, dass in den 30 Jahren haben mir wirklich die Unternehmer ja auch die ehrliche Wahrheit gesagt. Ich unterliege ja der anwaltlichen Schweigepflicht, das heißt nicht die geschönte Variante, sondern die wahre Situation. Und gleichzeitig hatte ich das Glück, dass ich tolle Mentoren hatte im letzten Jahrzehnt, sag ich mal, und große Namen mich unterstützt haben und ich einfach total viel gelernt habe. Und das puzzle ich jetzt zusammen und setze das zusammen um. Aber vielleicht möchtest du auch noch einen zweiten Tipp für Arbeitszeit. Und vielleicht möchten die Zuschauer auch noch gerne ein paar Tipps zum Arbeitsrecht hören. Ich würde den zweiten Tipp direkt beginnen mit dem Thema Urlaub. Im Arbeitsvertrag muss differenziert werden zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub. Warum? Weil wenn jemand ausscheidet in der zweiten Jahreshälfte, dann ist es so, dass man als Arbeitnehmer den Anspruch hat auf die Abgeltung des kompletten Jahresurlaubsanspruches. Also der scheidet aus Ende August und man kann dann sagen, bitte zahl mir den Urlaub aus bis Ende Dezember. Den Anspruch ist ja überhaupt nicht einzusehen. Warum gibt es solche Regelungen? Ja, eigentlich, weil Doppelansprüche vermieden werden sollen. Aber der Arbeitnehmer müsste dann zum neuen Chef gehen, müsste sagen, pass auf, ich fange hier an zum 1.9., aber Urlaubsanspruch habe ich erst ab Januar. Macht das jemand? Nein. Also die Urlaubsbescheinigung könnte schon der erste Ehrlichkeitstest werden. Vielleicht auch nochmal so als Randhack sozusagen. Ja. Also ich lasse mir das jetzt immer zeigen. Ich lasse mir immer die Urlaubsbescheinigung zeigen. Und es hat sich auch immer bewahrheitet. Vielleicht nochmal als Idee. Also ganz wichtig, Unterscheidung zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub, dem vertraglichen Mehrurlaub, weil man eben so den Abgeltungsanspruch beschränken kann auf den gesetzlichen Mindesturlaub. Und wenn man also 30 Tage Urlaub gibt, dann kann man eben sagen, okay, du kriegst die 20 Tage, aber nicht die 30 Tage. Und das ist natürlich auch ein mega Unterschied. Schon ein halbes Gehalt, ne? Ja, genau. So, dann sollte man auf jeden Fall auch ausschließen den sogenannten Sonderurlaub. Was ist eigentlich Sonderurlaub? Das ist der Anspruch, den der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber auf bezahlte Freistellung, wenn er nicht zur Arbeit kommen kann. Und er ist es aber nicht in Schuld, sage ich immer. Ja. Also er hat einen Todesfall in der Familie, Umzug, Geburt des eigenen Kindes und sowas. Und dann hat man eben den Anspruch auf Freistellung bezahlt, ungefähr 5 Tage. Was jetzt aber keiner weiß, ist, dass dieser Anspruch vorrangig ist vor dem Anspruch, den der Arbeitnehmer hat, bei Erkrankung eines Kindes gegenüber dem Anspruch, den der Arbeitnehmer hat gegen die gesetzliche Krankenkasse. Also Kind wird krank, müsste der Arbeitnehmer eigentlich, wenn der 616 nicht ausgeschlossen ist im Arbeitsvertrag, zum Chef gehen und sagen, stell mich bitte bezahlt frei. War nicht so bekannt, bis dann Corona kam. Und dann gab es wirklich dann auch viele Arbeitnehmer, die gesagt haben, ich gucke mal in meinem Vertrag nach und 616 nicht ausgeschlossen und ich habe einen Anspruch nicht nur bei Krankheit, sondern auch, ich habe keine Kinderbetreuung. Und jetzt ganz ehrlich, also ich bin immer dafür, dass man gute Regelungen findet, aber und ich muss dazu sagen, ich war selber alleinerziehend mit meinen Töchtern, seit die 1 und 3 waren. Und ich hatte keine Omas und Opas und der Vater der Kinder war auch nicht mehr verfügbar und ist dann übrigens auch noch mit 50 Jahren tot umgefallen.
Und ich war wirklich alleine und ich war immer berufstätig und ich habe immer Lösungen gefunden, indem ich dann halt mich mit anderen Eltern zusammengetan habe, eine Schülerin mir gesucht habe, die mal aufgepasst hat. Oder ich habe dann eben nicht vormittags, sondern nachmittags gearbeitet, bis ich jemanden hatte. Also es gibt schon Möglichkeiten, wenn man das möchte. Aber ich möchte einfach nicht, dass tatsächlich der Arbeitnehmer sich dahin stellt und sagt, ich habe einen gebundenen Anspruch. Also Sonderurlaub ist ein Satz, 616 BGB findet auf dieses Arbeitsverhältnis keine Anwendung. So, reicht schon aus an der Stelle. So, was hatten wir jetzt? Probezeit, Urlaub, Sonderurlaub. Überzahlung. Ja, Überzahlung, genau. Und das ist der 818 BGB. Da ist auch super wichtig, dass man den ausschließt. Der Arbeitgeber hat versehentlich einfach zu viel gezahlt. Und du glaubst, das kommt nicht vor? Das schneller passieren, als man denkt. Es war tatsächlich ein Osnabrücker Unternehmen. Ich hatte den Fall nicht, ich habe es nur in der Presse gelesen. Die haben versehentlich bei einer Reinigungskraft eben nicht den Zahlbetrag gezahlt, sondern die haben die Personalnummer gezahlt. Und die war sechsstellig. Ja. Dann hat die Frau gesagt, oh Mann, jetzt google ich mal eben ganz schnell, darf ich das Geld behalten? Und die hat dann diesen Paragraphen gefunden, der da übersetzt, ja, ich bin ja ganz häufig, ist eine Dolmetscherfunktion, ja, bei mir drin steht, also du darfst das Geld behalten, wenn du es ausgegeben hast für Dinge, die du dir sonst nicht geleistet hättest. Ah, du darfst nicht dein Haus abbezahlen, du darfst nicht dein Auto abbezahlen, aber du darfst dir Gucci-Handtaschen kaufen, hättest du dir sonst nicht geleistet. Ja? Und dann kannst du sagen, das Geld ist weg, weg. Und dann musst du es auch nicht zurückzahlen. Ich habe auch schon einen Fall gehabt, wo jemand die Abfindung in Höhe von 20.000 leider zweimal gezahlt hat, weil es halt der gegnerische Anwalt wollte es sofort haben und die hatten es aber, die haben es dann sofort gezahlt, haben es aber nicht rausgenommen aus dem System. Da wurde es zum Ende des Monats nochmal. Also das kann passieren einfach, ne? Deswegen, also Überzahlung muss man auf jeden Fall rausnehmen. Und das Allerwichtigste bei Arbeitsverträgen, wirklich nochmal, das Allerwichtigste, das ist einfach, dass man wirksame Ausschlussfristen hat. Also das ist wie eine Versicherung im Arbeitsverhältnis. Was ist überhaupt eine Ausschlussfrist? Das ist eine kürzere Verjährungsfrist. Die normale Verjährungsfrist in Deutschland sind 3 Jahre, beginnt mit dem Jahr, das darauf folgt, in dem der Anspruch entstanden ist. Man kann diese Ansprüche, das können sein Überstundenzuschläge, überhaupt Überstunden. Überstunden sollte man übrigens auch regeln im Arbeitsvertrag. Also auch super wichtig, man kann auch 10% der Überstunden in das Gehalt einpreisen. Man kann nicht mehr reinschreiben, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Das kann man nur, wenn das Schmerzensgeld hoch genug ist. Wenn der Arbeitnehmer verdient oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung, sind wir, glaube ich, bei 7.300 Euro gerade im Moment. Und es können aber zum Beispiel auch noch sein, ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Zuschauern jetzt Provisionen zahlt. Man muss als Arbeitgeber auch während Urlaub und während Entgeltfortzahlung, also Krankheitsfall, muss man Durchschnittsprovisionen zahlen. Und ich kenne eigentlich niemanden, der das macht, ja, weil das ist ja eigentlich eine Leistung, die man für einen Extraverkauf zum Beispiel erhält. Und so mit den Ausschlussfristen wäre das so, wenn die also unwirksam sind, dann kann der Arbeitnehmer noch solche Ansprüche 3 Jahre rückwirkend geltend machen. Und ich kenne durchaus Fälle, da haben sich dann hinterher die ausgeschiedenen Mitarbeiter, also die sind nicht mehr im Unternehmen oder die scheiden gerade aus, haben sich zusammengetan, sind alle zu einem Anwalt gegangen und dann wurde da heftigst eingeklagt, also wirklich im sechsstelligen Bereich. Und das ist einfach bitter. Und warum ist so eine Ausschlussklausel häufig unwirksam? Weil einfach da kommt es manchmal auf ein einziges Wort an. Also die Ansprüche müssen nicht schriftlich geltend gemacht werden, sondern da muss stehen in Textform. Und was ist der Unterschied? Schriftlich bedeutet Papier und Textform bedeutet, man kann das auch per Mail geltend machen oder per WhatsApp, ja. Und es müssen Mindestlohnansprüche ausgenommen werden, Ansprüche aus vorsätzlicher Handlung, Mindestlohn. Und also da ist wirklich, das ist die hohe Kunst, das richtig zu formulieren. Ich habe jetzt gerade gestern noch einen Vertrag geprüft, wo drin stand, die Ansprüche müssen in Textform schriftlich geltend gemacht werden, vom Anwalt formuliert. Und natürlich, wenn diese 2 Wörter da drin stehen, ist es dann unklar. Und diese Unklarheit geht immer zulasten des Arbeitgebers. Und aus meiner Sicht ist diese Ausschlussklausel unwirksam, wird ersetzt durch die gesetzliche Regelung, dann sind es 3 Jahre. Das kann richtig teuer werden. Also wirksame Ausschlussklauseln ist das A und O bei einem Arbeitsvertrag. Ja. Okay. Mega. Ja.
Genau wie ich es erwartet hatte, einmal zack und schon sprudelt es. Ja. Wir sind ja jetzt drauf gekommen, ne, und haben ja schon einiges angesprochen. Es gibt ja so diese typischen Mythen, Märchen im Arbeitsleben, im Arbeitsrecht. Da hättest du doch bestimmt auch noch ein paar auf Lager. Ja, ich liebe immer Mythen und Märchen im Arbeitsrecht. Und ich fange mal an mit 3 Abmahnungen, dann kannst du gehen. Ja, also okay. Das ist aber schon das Krasseste. Und die Frage ist ja, wie viel Abmahnung braucht man, damit man kündigen kann? Und ich sage mal, eine einschlägige vorherige Abmahnung wäre schon sinnvoll. Ja, aber 3 und dann ist Gesetz, dass die Kündigung durchgeht, das ist Quatsch. Weil es kommt ja auch auf die Qualität der Abmahnung an. Also die meisten Abmahnungen, die ich in meinem Leben gesehen habe, waren für die runde Ablage unterm Tisch, also für den Papierkorb, weil einfach nicht wirksam, ja, nicht richtig formuliert. Weil wie ist eine Abmahnung wirksam? Du hast also die Warnfunktion und die Rügefunktion. Also du musst genau sagen, du hast das und das gemacht, du hättest aber dies und das machen sollen. Das weicht davon ab und wir fordern dich jetzt auf, das demnächst so und so zu machen. Und wenn du es nicht machst, dann kündigen wir dir. Und was steht ganz häufig in den Abmahnungen? Also Schlechtleistung, ja? Ich war ganz lange bei der Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe übrigens. Ne? 6 Jahre lang habe ich da das Arbeitsrecht gemacht, 35.000 Mitarbeiter, 1.000 bis 1.500 Rechtsstreite im Jahr. Das war Arbeitsrecht am Fließband. Und diese Abmahnung, also das war wirklich ein Quell des Ärgers bei mir, muss ich sagen. Der Kunde hat sich beschwert, die Reinigung war nicht ordnungsgemäß. Ja, was war denn da an der Reinigung nicht ordnungsgemäß? Da muss man eben wirklich reinschreiben, der Papierkorb wurde nicht geleert oder in dem Raum so und so, da war dann noch Schmutz in der Ecke so und so. Also, und deine Aufgabe wäre aber gewesen, dies und das zu machen. Ne? Also das ist präzise. Ganz genau. Vor allen Dingen die Abweichung, Soll- und Ist-Abweichung. Ne? Also übrigens, wir haben immer Muster für unsere Mandanten. Also wer da mal ordentlich aufgestellt sein möchte, der meldet sich einfach in der Kanzlei. Und wenn man Christina Linke eingibt, also alle Leute, die noch so heißen, die haben seit ein paar Jahren nicht so gute Karten vorne mehr bei Google zu finden. Ja, also 3 Abmahnungen sind nicht erforderlich. Wenn der Vorwurf groß genug ist, dann muss man natürlich, dann kann man auch beim nächsten Vorfall kündigen, wenn es auch so in dieselbe Richtung geht. Also was muss man noch zur Qualität der Abmahnung sagen? Wie groß ist der Vorwurf? Ja, also ich würde mir wünschen, Juristerei und gerade das Arbeitsrecht wäre wie Mathematik, ist es aber überhaupt nicht. Ja, das ist immer eine Wertungssache. Also man muss natürlich auch gucken, wie groß ist der Vorwurf im Sinne von, ist da mal jemand ist fünf Jahre beschäftigt und ist mal 5 Minuten zu spät gekommen, in der Woche drauf nochmal 2 Minuten. Das ist kein Kündigungsgrund. Ja, man muss immer eine Interessenabwägung machen bei so einer verhaltensbedingten Kündigung. Und was ist die Interessenabwägung? Das heißt, du guckst, wie hoch sind die Interessen des Arbeitnehmers am Erhalt des Arbeitsplatzes und wie hoch ist das Interesse des Arbeitgebers, sich von dem Arbeitnehmer zu trennen. Und ich sage mal, das ist eigentlich der normale Menschenverstand. Aber der fehlt dann leider manchmal an der Stelle. Also Abmahnung, ja. Dann Überstunden, genau. Alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Das funktioniert heute nicht mehr. Kann man nicht machen, es sei denn eben Beitragsbemessungsgrenze, Verdienst ist drüber. Aber ich glaube, so viele Leute verdienen nicht über 7.300 Euro. Ja, gut, die haben dann auch spezielle Arbeitsverträge in der Regel oder ja, außertarifliche Geschichten. Und ja, wobei außertariflich ist ja nur, also es gibt ja gar nicht so viele Tarifverträge in Deutschland, die zur Anwendung kommen, weil sie allgemeinverbindlich sind zum Beispiel. Ne? Also das ist schon wirklich ein Sonderfall. Man kann aber 4 Stunden bei einer Vollzeitkraft, also bei einer 40-Stunden-Kraft, kann man zum Beispiel auch mit einpreisen in das Gehalt, kann man sagen, das ist damit abgegolten. Und natürlich müssen Überstunden auch nicht immer bezahlt werden, sondern man kann auch sie in Freizeit abgleiten lassen. Das ist natürlich dann auch nochmal wichtig, weil man ja auch die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes einhalten muss. Also Arbeitszeitgesetz bedeutet, man darf nicht mehr dauerhaft als 48 Stunden in der Woche arbeiten. Da fallen schon, also Generation Z fällt jetzt gerade vom Stuhl, weil die sagt, 48?
Warum habe ich damit auch beisammen? Ne? Genau. Also was auch fast niemand weiß, ist, man darf 6 Tage in der Woche regelmäßig arbeiten, und zwar 8 Stunden in der Woche. Man darf einzelne Tage 10 Stunden arbeiten, 6 Tage in der Woche. Man darf also auch mal auf 60 Stunden kommen. Nur im Durchschnitt von den 6 Monaten muss man auf diese 8 Stunden wieder zurückkommen. Und da muss man natürlich, wenn man die Überstunden bezahlt, muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man trotzdem das Arbeitszeitgesetz einhält. Ich sage mal, im laufenden Arbeitsfeld ist meist kein Problem, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja? Aber wenn es dann Unstimmigkeiten gibt, macht man sich einfach erpressbar als Arbeitgeber. Und das habe ich auch schon oft genug erlebt, dass dann ein Anruf beim Gewerbeaufsichtsamt kam, anonym natürlich, und dann der Zoll da stand, und dann ist nicht schön. Ne? Wow. Ja. Überstunden / Urlaub. Resturlaub? Ja, Resturlaub, das ist auch so eine Sache. Ich hatte gestern noch ein Feedbackgespräch mit einem Arbeitgeber, und weil das bieten wir immer an, also wenn man möchte, kann man die Arbeitsverträge einmal kostenfrei bei uns durchchecken lassen. Es gibt innerhalb von 3 Tagen gibt es ein wirklich sehr umfangreiches, wertiges Feedback. Übrigens sagen die Leute dann immer so, und meine Büromitarbeiter haben immer am Anfang gesagt, warum gibst du so viel Wissen preis? Kostenlos, ja. Und ich habe immer gesagt so, ja, aber die Umsetzung kann man gar nicht ohne Fachmann machen. Aber Wir nehmen das sportlich, wenn jemand dann Feedback kriegt und nichts hinterher kaufen will bei uns, ist auch gar kein Problem. Also bitte her mit den Arbeitsverträgen, einfach an die Kanzlei schicken. Und da hatte ich noch ein langes Feedbackgespräch gestern mit einem Kunden, der gesagt hat, ja, Moment, ich lasse immer zum Jahresende, wenn der Urlaub dann noch offen ist und ich kann ihn nicht gewähren, dann zahle ich den aus. Da habe ich gesagt, das ist aber wirklich gefährlich, weil man darf nicht im laufenden Arbeitsverhältnis den Urlaub auszahlen. Nur wenn man aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses den Urlaub nicht mehr gewähren kann, dann kann man ihn auszahlen. Und was kann passieren? Was ist das Risiko? Einfach, dass der Arbeitnehmer sich das Arbeitsverhältnis, also sich den Urlaub auszahlen lassen, und dann kommt er hinterher an und sagt, ich spüre ein plötzliches Erholungsbedürfnis. Und dann musst du sagen, oder dann sagst du wahrscheinlich, ich habe dir das Geld dafür gegeben. Und dann sagt der Mitarbeiter, aber ich habe keine Erholung dadurch gespürt. Und der Urlaub dient der Erholung. Und deswegen möchte ich den jetzt noch in Natura gewährt haben. Kann man zurücktauschen? Also das Geld dann zurückzahlen und das ist eine schöne den Urlaub Idee. Wieder kriegen, oder? Ja, aber wahrscheinlich hat der sich dann auch Gucci-Handtaschen gekauft. Okay. Also theoretisch würde ich dann versuchen, das Geld einzubehalten. Also das wird nur sich so ereignen, wenn das Arbeitsverhältnis auseinandergeht. Das wird im laufenden Arbeitsverhältnis, ist das unrealistisch. Und dann kann man es vielleicht von der letzten Lohnabrechnung noch innerhalb der Fennungsfreigrenzen einbehalten. Würde ich auf jeden Fall machen, aber es ist halt blöd, mach das einfach nicht. Urlaub auszahlen ist keine gute Idee, einfach. Genau. Ja. Wir hatten mal gesprochen über Vorstellungsgespräch. Ja. Es gibt ja da auch so schöne Sachen, so was darf eigentlich gefragt werden, gibt es ja auch so schon, sagen wir mal, so ein oder andere Video zu, aber du hast da ja echt witzige Beispiele teilweise. Ja, der Mythos besteht ja, ich muss ehrlich antworten, wenn eine Frage gestellt wird im Vorstellungsgespräch, und das ist mitnichten so. Also es gibt zulässige Fragen und nicht zulässige Fragen, und das richtet sich nach dem AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, besser bekannt als Antidiskriminierungsgesetz. Und danach kann man Arbeitnehmer oder darf man sie nicht benachteiligen wegen Religion, Rasse, Geschlecht, sexuelle Identität, Schwerbehinderung und Lebensalter. Übrigens eine abschließende Aufzählung. Es gibt einen Fall, da hat jemand die Unterlagen, die Bewerbungsunterlagen noch in Papierform eingereicht, zurückgekriegt, und da stand drauf, geboren 61 zu alt, Ausrufezeichen. Ja, es gibt immer so 3 Monatsgehälter als Schadensersatz. Die haben sich dann verglichen auf 10.870 Euro. Werde ich nie vergessen. Und teures Post-it, fand ich. Und dann kriegte jemand die Unterlagen wieder zurück, und da drauf stand Ossi, Ausrufezeichen. Das ist aber keines der Kriterien. Genau, gab gar nichts. Gab nichts. Das ist verrückt, oder? Also, man muss versuchen, als Arbeitgeber möglichst viel von dem Arbeitnehmer zu erfahren, ohne dass man eine unzulässige Frage stellt. Wenn man eine unzulässige Frage stellt, hat erstmal der Bewerber das Recht zur Lüge. Sind Sie schwer behindert? Nein. Sind Sie schwanger? Nein.
darf man alles nicht stellen, diese Frage. Und man setzt sich auch noch Schadensersatzansprüchen aus. Ne? Wenn der Arbeitnehmer das beweisen kann, dass diese Frage gestellt wurde und er deswegen nicht eingestellt wurde, hat man eben diesen Schadensersatzanspruch. Und es reicht, das ist die Besonderheit beim AGG, es reicht schon ein Indiz aus. Also ein Fehler in der Stellenausschreibung, also ich hatte mal einen Fall, da hatte jemand sich beschrieben als junges, dynamisches Team. Ja, und dann hat sich ein Arbeitsloser, Langzeitarbeitsloser Taxifahrer drauf beworben. Das war die Stelle des Marketingchefs. Und der hatte mal früher Marketing studiert und hat eine Ablehnung gekriegt, hat gesagt, das war ja wegen des Alters, weil die haben gesagt, junges, dynamisches Team. Und das impliziert, dass ich auch hätte jung sein müssen. Und ich bin wegen des Alters nicht genommen worden. Ja. Und wir haben uns dann verglichen. Aber es gibt ein neueres Urteil, wo drin steht, sich selber darf man als jung bezeichnen. Ich würde es aber trotzdem nicht tun. Dieses Urteil gab es da noch nicht. Und wir haben dann wirklich über 10.000 Euro gezahlt. Guck mal, ich sage immer wir, ne? Weil ich fühle den Schmerz immer so. Und identifiziert. Ja, genau. Und es gibt tatsächlich auch eine ganz absurde Entscheidung aus meiner Sicht. Dann war eine Mitarbeiterin schwanger geworden. Und es gibt ja dann auch Beschäftigungsverhältnisse. Da gilt ab sofort dann ab der Anzeige ein absolutes Beschäftigungsverbot. Das war Umgang mit Chemikalien. Und dann hat der Arbeitgeber händeringend jemand Neues gesucht, weil die Person fällt dann ja von einer Sekunde zur nächsten aus und hat dann im Bewerbungsgespräch die Frau informiert darüber, die vorherige Stelleninhaberin ist ausgeschieden, weil sie schwanger war und die darf dann ja von einer Sekunde zur anderen nicht mehr arbeiten. Ich hoffe, Sie sind nicht auch schwanger. Und sie guckt ihn an und sagt, nein, ich bin nicht schwanger. Kam zur Arbeit, hat ihr den Mutterpass vorgelegt und die Entscheidung hatte dann den Titel, die schwangere Schwangerschaftsvertretung braucht ihre Schwangerschaft nicht zu offenbaren. Ganz ehrlich, dass dann ein Arbeitgeber nur Männer noch einstellt, das kann ich absolut nachvollziehen. Also das geht mir persönlich zu weit. Ich kann verstehen, dass man sagt, warum hat die Person jetzt weniger Rechte als eine andere Person, als eine andere schwangere Frau, aber sich auf eine Stelle zu bewerben und wirklich, also so ins Gesicht zu lügen und wohl wissen, dass man den Job vom ersten Tag an nicht ausüben kann. Ich persönlich finde das nicht richtig. Und das ist so, das sind so die Momente, wo ich ganz klar auf Arbeitgeberseite bin. Ist das nicht, aber es ist kein Betrug oder nein, Vorsatz? Ist, nein, also nein, nein, das ist einfach das System ja, genau, geschickt gespielt. AGG, genau, richtig. Es gibt auch einen Anwalt, der sich immer bewirbt, der ist über 60 und bewirbt sich immer auf Anwaltstellen und hat dann einfach ganz wild immer die Leute angeschrieben, die Kanzleien, wegen Verstoß wegen des AGGs, obwohl gar nichts vorgefallen war. Und die Hälfte der Kanzleien hat gezahlt, weil sie nicht vor ihr eigenes Arbeitsgericht gezerrt werden wollten und weil sie Angst hatten, dass sie vielleicht doch, also das sind ja öffentliche Verhandlungen, das kommt ja noch dazu, und dass dann da vielleicht noch Presse ist, ja. Also verrückte Dinge gibt es, wirklich. Das heißt also, selbst wenn es für die Stelle wirklich relevant wäre, ja, dürftest du trotzdem nicht nachfragen. Bei den geschützten Merkmalen beim AGG. Mhm. Ja, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Mhm. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja, aber das ist ja wirklich, das ist ja schon absurd. Das sind ja wirklich Absurditäten, ja, wo du sagst, du, ja, okay. Aber wie war es, die schwangere Schwangerschaftsvertretung muss ihre Schwangerschaft nicht offenbaren. Ja, sehr crazy, cool, ne? Ja. Genau. Mhm. Ich habe hier noch für mich krank im Urlaub. Ja, also wenn man während des Erholungsurlaubs arbeitsunfähig erkrankt, ja, dann kann man ganz normal seinen Chef anrufen, kann sagen, pass auf Chef, ich bin krank. Aber das muss man dann auch machen. Man kann nicht wiederkommen aus dem Urlaub und sagen, ich war 10 Tage krank. Ja, dann geht es nicht. Man hat dann die gleichen Pflichten wie sonst bei der Arbeitsunfähigkeit, nämlich Anzeigepflicht und Nachweispflicht. Auch wenn Ausland schwierig, Zeitverschiebung, kein Internet, also es reicht, wenn Anzeigepflicht, Nachweispflicht. Also ich schlage immer den Arbeitgebern vor, regelt es gut im Arbeitsvertrag, weil das ist immer ein Quell von Ärger, ne? Arbeitsunfähigkeit, weil also Anzeige und Nachweispflicht, das ist nicht die Erkrankung selber natürlich, das kann immer passieren. Man sollte sehr klar geregelt haben, wann, wo und wie man sich melden soll. Ja, und ich sage immer, nehmt doch moderne Kommunikationsmittel. Also das muss auch möglich sein, dass man sich per E-Mail krank melden kann und nicht immer per Telefon und persönlich und mit dem Chef und so weiter. Nehmt aber auch mit rein, dass zum Beispiel dann auf dringende Tätigkeiten hingewiesen werden muss. Nehmt mit rein, dass
der Arbeitnehmer verpflichtet ist, in den Fällen, wo ein Dritter ihn arbeitsunfähig gemacht hat jetzt, ja, also Schlägerei in einer Kneipe, er ist einfach angegriffen worden oder zum Beispiel auch Verkehrsunfall durch grob verkehrswidriges Verhalten, ja, dann kann man den Arbeitnehmer verpflichten, dass er den Umstand und die Daten des Dritten angibt und dann kann man sich als Arbeitgeber die Entgeltfortzahlungskosten da wiederholen. Sind ja gegebenenfalls sogar haftlich. Eben Ansprüche. Genau, richtig. Und es ist ja auch so, da hat sich was geändert. Es muss nicht mehr jetzt der Arbeitnehmer den gelben Schein vorlegen, sondern der Arbeitgeber ruft das ab bei der Krankenkasse. Da gibt es nämlich auch jetzt immer noch ganz viele Schwierigkeiten, weil die Verträge dementsprechend nicht angepasst worden sind. Mhm. Aber übrigens, die wichtigste Änderung ist übrigens im August 22 gewesen bei den Arbeitsverträgen. Da ist nämlich das Nachweisgesetz geändert worden. Und das Nachweisgesetz gibt es schon ewig, ich glaube über 20 Jahre. Und es war aber immer ein stumpfes Schwert, weil Verstöße wurden nicht geahndet. Und jetzt durch diese Änderung seit August 2022 ist es so, dass praktisch das Bußgeld pflichtig gemacht wird. Also für neue Verträge, die ab August 22 abgeschlossen wurden, gibt es 17 Pflichten, die der Arbeitgeber erfüllen muss. Zum Beispiel muss er im Arbeitsvertrag, also oder durch das Nachweisgesetz, das ist, ich erzähle gleich nochmal, warum ich das gerade differenziere und das eine absurde Situation ist, muss er praktisch, ich mache das zuerst. Also Nachweisgesetz bedeutet, man muss den Arbeitnehmer informieren über bestimmte Dinge, Arbeitsort, Arbeitseinsatz, Entgelt und so weiter. Aber auch zum Beispiel darüber, dass der Arbeitnehmer 3 Wochen Zeit hat, Kündigungsschutzklage einzureichen, nachdem er die Kündigung gekriegt hat. Absurd, absurd, absurd. Na, so. Und das alles muss also schriftlich erfolgen in Papierform. In Papierform. Ja? Die anderen EU-Länder haben das anders geregelt. Die haben gesagt, nee, das kann also auch elektronisch sein. Der Arbeitsvertrag kann nach wie vor mündlich sogar geschlossen werden. Aber das Nachweisgesetz muss in Papierform erfüllt werden. Das heißt, die absurde Situation, du kannst einen mündlichen Arbeitsvertrag machen, musst aber schriftlich in Papierform das Nachweisgesetz erfüllen. Also machst du beides am besten in dem Arbeitsvertrag, kommst den Pflichten aus dem Nachweisgesetz im Arbeitsvertrag nach. Diesen Arbeitsvertrag musst du dann aber brieftaubenmäßig in Papierform, crazy, ja, dem Arbeitnehmer vorlegen. Es muss in Papierform ausgehändigt sein, es müssen beide unterschrieben haben. Und zum Beispiel muss man auch bei befristeten Verträgen diesen Vertrag vorher unterzeichnet haben beide und dem Arbeitnehmer wieder ausgehändigt haben. Wenn er früher schon anfangen sollte, also der kommt zur Tür rein und du händigst dann erst den befristeten Vertrag aus, ist die Befristung unwirksam. Ja, und die ganzen Verstöße jetzt mit dem Nachweisgesetz, wenn man das nicht macht, also 1.500 € pro Arbeitnehmer, Bußgeld möglich, also richtig, richtig crazy. Es gibt gerade eine Vorlage in der Gesetzesgebung, dass das geändert wird, weil man plötzlich dann nach 2 Jahren festgestellt hat, das ist wenig praktikabel und gar nicht so modern und wir hinken wieder im Vergleich zu Europa zurück, ja? Ja, gucken wir mal, was draus wird. Dann war noch ein Stichwort, was ich noch, oder wo du gerade sagtest, Nachweispflicht schriftlich ist ja vielleicht auch ein Stichwort, nachdem wir jetzt also wissen, wir mussten es per Brieftaube zustellen. Wie ist das mit einer Kündigung? Ja, genau. Es gibt immer wieder mündliche Kündigungen, ja, oder eine Kündigung, die per E-Mail zugeschickt wird, ja. Und das ist einfach ein so, es gibt ja keine dummen Fehler. Aber das ist eigentlich doch ein dummer Fehler, wenn ich ehrlich bin. Weil man muss bei einer Kündigung Schriftform erfordern ist, ja. Also das bedeutet wirklich Papier, Papier, Papier. Und es muss auch tatsächlich eigenhändig unterzeichnet werden. Und es muss auch dann übrigens auch ordentlich für Zugang gesorgt werden. Weil du kannst eine Kündigung natürlich ist erst dann wirksam, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass er die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat. Mhm. Also das solltest du nachweisen. Man schickt einfach keine Kündigung mit der Post. Auch nicht einschreiben Rückschein, auch nicht Einwurf einschreiben, weil Einwurf einschreiben, das könnte das Problem entstehen, dass der Arbeitnehmer sagt, ich habe den Briefumschlag aufgemacht, da war gar nichts drin. Gibt es ein Urteil zu? Oder es gibt ein Urteil, ich habe es aufgemacht und es war zwar also entweder war gar nichts drin oder es war ein leeres Blatt Papier. Ja, so die beiden Entschuldigungen waren mal und das ist ausgeteilt worden, weil der Arbeitgeber es nicht beweisen konnte, dass es anders war. Und was kann passieren beim Einschreiben Rückschein? Da kann es einfach sein, der Postbote klingelt,
Arbeitnehmer sitzt zu Hause und sagt, boah, könnte meine Kündigung sein, mache ich lieber nicht auf. Ja, oder er ist gar nicht da. Abholzettel liegt im Briefkasten und zwischen Werbung geht es verloren. Oder er sagt sich, boah, das will ich nicht abholen, da habe ich irgendwie kein gutes Gefühl, das abzuholen. Wenn er das laut sagen würde, wäre es natürlich Vereitelung, dann kann man es wieder, kann man diskutieren, würde er aber nie sagen. Er wird immer sagen, zwischen der Post verloren gegangen, ja, zu viel Werbung im Briefkasten. Ja, und du gibst einfach den Zeitpunkt des Zugangs aus der Hand und erst ab dem Zeitpunkt des Zugangs läuft die Kündigungsfrist. Also wie stellt man Kündigung zu? Wie macht man es richtig? Immer per Boten. Also entweder persönlich, der Arbeitnehmer kommt ins Büro. Ja, da haben manche Arbeitgeber nicht den Popo in der Hose dafür. Aber ich finde immer, es gibt gute Gründe für Kündigungen und da muss man auch dazu stehen. Ja. Oder eben alternativ, man schickt einen Boten. Der Bote darf dann aber übrigens nicht der Inhaber selber sein, also nicht der Geschäftsführer, sondern es muss jemand anderes sein. Der muss das Kündigungsschreiben gelesen haben, der hat das eingetütet und der bringt das dann dahin. Damit nicht ein leerer Zettel im Umschlag ist. Genau, ja. Richtig. Und Achtung übrigens, es gibt jetzt ein wieder absurdes Urteil. Man muss das einwerfen zu der Postzustell üblichen Zeit am Ort. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber forschen, was ist da die postzustellübliche Zeit? Crazy, ja. Also wenn es vielleicht sogar noch zwei Postdienste gibt, aber dann ist wahrscheinlich die deutsche gelbe Post gemeint. Ja, genau. Also es macht Sinn, es bis 10 Uhr jetzt einzuwerfen. Früher haben wir immer gesagt, so bis 14 Uhr, aber bis 10 Uhr macht schon auf jeden Fall Sinn, weil sonst geht es erst am nächsten Tag als zugegangen. Und dann hast du ja wieder das Problem, wenn du jetzt eine längere Kündigungsfrist hast, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, kostet das direkt wieder ein ganzes Bruttogehalt. Oder manchmal gibt es ja noch so verrückte Kündigungsfristen, so 6 Wochen zum Quartalsende. Dann hast du vielleicht noch mal die 6 Wochen zum Quartalsende plus das Quartal, was du nehmen möchtest, ja, hatte ich auch schon als Fall. Also ich habe gerade, diese Woche hatte ich noch einen Fall, da hatte jemand eine Kündigungsfrist von 10 Wochen zum Monatsende und wir hatten fristlos gekündigt, haben uns jetzt verglichen auf fristgerecht, aber das war dann, es fehlten uns 2 Tage beim Zugang, sodass es sich dann nochmal wieder verlängert hat. Das sind einfach so unnötige Kosten. Ich konnte es günstiger vergleichen, ich habe es auf 2 Monate runtergekriegt. Das ist ja dann auch immer, wie man das verhandelt, ja, aber schon ein bisschen verrückt. Aber da spielen sich ja wahrscheinlich auch Hollywood-reife Szenen dann ab. Ne? Also wenn du jetzt einen Boten schickst, um zuzustellen und der ist jetzt, was weiß ich, wohnt halt einfach nicht mit zu Hause, sondern, was weiß ich, zieht jetzt für 4 Wochen bei seinen Eltern ein. Ja, das ist aber sein Risiko. Also ist ja im Arbeitsvertrag bestenfalls ist geregelt, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, Adressänderung unverzüglich anzugeben. Das hatte ich nämlich auch gerade. Und dann ist es ja, ist erfolgt der Zugang da. Also man kann auch nicht sagen, ich war jetzt in Urlaub oder so. Das wird ihm trotzdem zugerechnet. Oder ich habe 3 Monate eine Weltreise gemacht, ist egal. Die 3-Wochen-Frist gilt trotzdem. Ja, wunderbar. Ja, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Also faszinierend, gerade weil ja auch ganz vieles mich ja selber betrifft. Aber ich würde sagen, man, wie heißt es immer so schön, man soll ja zum Ende kommen, solange es noch schön ist. Außerdem, aha, nächstes Stichwort, Überleitung, ist es ja auch ein bisschen warm. Wir haben ja schließlich gerade heißen Sommer. Ist wirklich warm. Genau, jetzt natürlich ne, bewusst die Überleitung hitzefrei. Gibt es sowas? Ja, also tatsächlich haben wir in unseren Büros auch keine Klimaanlage. Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, damit diese... Ich meine, wenn man ehrlich ist, das sind vielleicht 2 Wochen in Deutschland im Jahr. Also, ne, so und aber auch bei uns. Ja, bei uns war auch ein bisschen Unmut, ja. Wir haben, also ja, also ab, es gibt natürlich Arbeitsschutz und natürlich muss man als Arbeitgeber dafür sorgen und man muss ab, ich glaube, 26 Grad muss man Vorkehrungen treffen, dass es kühler wird. Ganz sicher muss man aber ab 30 Grad Raumtemperatur Maßnahmen ergreifen. Also man muss lüften, man muss vielleicht mobile Klimageräte anschaffen, ja. Aber ab 35 Grad in den Räumlichkeiten, also da muss man drüber nachdenken, ob wirklich eine Arbeit möglich ist. Also 35 Grad ist diese Grenze, aber ich denke, mit mobilen Klimageräten kann man das runterkühlen, wenn es jetzt nicht, wenn man nicht in der Situation ist, dass man ohnehin eine Klimaanlage hat. Aber ich persönlich habe auch dann so für mich so gedacht, Mensch, meine Güte, aber zu Hause haben wir auch keine Klimaanlage. Ja. Es wird nicht kälter, indem du nach Hause gehst. Aber vielleicht könnt ihr mitnehmen, 35 Grad ist so die Schwelle, wo man
Aber zu Hause kann er sich in Badehose ins Planschbecken legen. Ja, tatsächlich. Weißt du, was ich tatsächlich oft mache? Wir haben ja praktisch keinen Kundenverkehr. Ich habe dann so ein kleines Fußbad, da mache ich mir dann ganz Wasser rein und dann sitze ich oben ganz seriös. Nein, heute habe ich es nicht. Also ich habe Schuhe an, aber ich fahre das ganz, ganz häufig. Und das ist vielleicht nochmal so ein Tipp. Also wenn ihr keinen Kundenverkehr habt, macht einfach kalte Fußbäder. Ich finde das immer super. Eine Frage, da bin ich jetzt bei dir noch besonders neugierig. Ich frage immer gerne nach Buchtipps. Ja. So, da könnte ich mir vorstellen, hast du natürlich auch ein Goodie. Ja, ich persönlich liebe Paulo Coelho und den Alchemisten, also der Alchemist, weil das Buch zeigt sehr schön, dass sich Lebenssituationen ganz schnell ändern können. Und eigentlich der Sachverhalt ist derselbe, aber indem man es anders betrachtet. Und auch in meinem Leben war das so, dass ich wirklich durchgeschüttelt wurde, wirklich. Und für mich waren immer die Situationen, die im ersten Moment nachteilig waren, also die unangenehm waren, die richtig wehgetan haben, waren immer Katalysator dafür, dass ich nach oben weitergeschossen bin. Also eigentlich, man geht nur zurück, um neuen Anlauf zu nehmen und dann weiter über das Ziel hinauszuschießen. Und das verkörpert dieses Buch für mich. Und ich finde es auch ein sehr schöner Schreibstil. Also ich habe es gerade im Nachbarbüro, habe ich einen ganzen Stapel liegen, weil ich für meine Mastermind da nächste Woche, dann verschenke ich die Bücher und finde immer, also ich nehme immer gerne auch Menschen mit in meine Welt und gerade die Masterminder, das tut ihnen gut, auch nochmal die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und wenn ich ein tolles Buch habe, ich kaufe das tatsächlich auch immer direkt 2, 3, 4 Mal, dass ich es an liebe Menschen auch weiter verschenke. Du kriegst gleich auch noch ein Buch. So, eine letzte Frage von mir noch. Und zwar du hast aber jetzt schon die ganze Zeit gesagt, eine ganze Frage. Ja, wenn ich dich hier schon mal sitzen habe. Nein, der Abschluss. Gibt es denn eine Frage, die du gerne mal beantworten möchtest, die dir aber gar nicht so oft gestellt wird? Also wo du jetzt sagst, hey, komm, das wäre doch mal die Gelegenheit. Okay. Vielleicht nicht eine Frage, aber vielleicht nochmal so ein Statement. Meine Freundinnen sagen immer so, du hast es ja gut, du hast gar keine Angst. Und ich sage immer, ey, wie kommt ihr darauf, dass ich keine Angst habe? Der Unterschied ist einfach, ich mache es trotzdem. Natürlich habe ich Angst. Und das möchte ich einfach auch nochmal so mitgeben. Ey, nicht aus Angst irgendwas nicht machen, das Leben ist zu kurz, einfach raushauen. Und wenn es dann nicht gut geht, dann ist es eine Lernerfahrung. Also nicht so ängstlich sein einfach. Und man hat auch viel mehr Spaß im Leben, wenn man mehr Mut hat. Ja. Genau. Dir das nichts hinzuzufügen. Wunderbar, ja. Perfektes Schlusswort. Hast du noch letzte Worte? Ansonsten? Cut. Jetzt auch noch letzte Woche. Nein, also perfektes Schlusswort. Ich bin noch nicht fertig. Ja, perfektes Schlusswort. Genau, dann bleib mal. So, perfektes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schön, dass du da warst. Hab vielen, vielen lieben Dank. Ich hätte, wie gesagt, noch Stunden zuhören können. Ja. Aber wir sind jetzt schon ganze Weile dabei. Wir haben ganz viele Tipps geliefert. Danke, danke, danke. Vielen Dank dir. Und es ist mir immer wieder eine Freude. Ciao. Tschüss.